Ob im Stadion, zu Hause aus der Pfanne, Bratwurst geht bei mir immer. Jetzt haben wir ja heutzutage das Glück, dass wir auch als Pflanzenfresser eigentlich fast in jedem Discounter, Supermarkt oder Bioladen mindestens eine Alternative für eine Bratwurst finden. Aber um das Ganze nochmal geschmacklich in eine ganz andere Ebene zu heben, zeige ich euch jetzt, wie man selber Bratwurst macht. Die Grundmasse meiner Bratwurst besteht aus Seitan und aus Naturtofu. Der Naturtofu macht einfach so eine schöne Konsistenz, schön locker und fluffig. Weiterhin kommen Kichererbsenmehl und Hefeflocken dazu für den Geschmack. Oregano, typisch für eine Bratwurst, Pfeffer und Salz, Paprikapulver, frischen Knoblauch und Worcestersoße. So, ich beginne damit, die trockenen Zutaten zuerst miteinander zu verbinden. Das ist bei Herstellung von Seitan, also wenn man Gluten verwendet, ganz, ganz wichtig, weil in dem Moment, wo Flüssigkeit auf Gluten trifft, fängt es sofort an zu klumpen. Also trockene Zutaten zuerst mischen und danach separat die flüssigen dazugeben. Das kommt hier nacheinander einfach alle dran. So, dann wird erstmal alles schön miteinander gründlich verbunden. Jetzt stelle ich mir schon die Flüssigkeit vor mich hin, die Worcestersoße dazu. Dann kommt jetzt der Tofu zu meiner Masse, den ebenfalls erst danach rangeben, weil der hat ja auch schon Feuchtigkeit. Grob durchrühren. Jetzt das Wasser und Worcestersoße dazu. Unverzüglich anfangen, die Sache zu verbinden. So, und jetzt macht er den Rest mit den Händen. Und hier ist jetzt auch wirklich wichtig, dass der Tofu sich schön mit dem Gluten verbindet. Jetzt teile ich dieses Stück erstmal in 6 gleich große Teile. So, und jedes einzelne Stück formen wir jetzt schön fest mit den Händen zu einer Bratwurst. So, zack. Und nochmal 1. So. Jetzt sind wir eigentlich auch schon so gut wie fertig. Jetzt werden die Bratwürste nur noch ein kleines bisschen Alufolie eingepackt. Macht euch ein paar Tröpfchen Olivenöl drunter, dass die Masse nachher nicht an der Alufolie kleben bleibt. So, die einfach nur noch raufgelegt. Zusammenrollen und ab aufs Blech. Die Bratwürste sind jetzt alle eingepackt und verschwinden jetzt für 25 Minuten bei 180 Grad Umluft im Backofen. 25 Minuten sind vergangen. So. So, gucken wir uns die mal an. Sehr gut, sehr gut. Die Bratwurst ist fertig ausgepackt. Ich habe mir jetzt eine Grillpfanne auf den Herd gestellt. Dazu kommt noch mal ein bisschen Olivenöl rein. So, rein damit. Riecht übrigens oberlecker. So, riecht fantastisch. Der Herd kann aus. Ich habe mir schon mal ein schönes Brötchen zurechtgemacht. Da geht jetzt eine Bratwurst direkt rein. Mit einem anständigen Schlag Senf oben drauf. So wie sich das gehört. Den lasse ich mir jetzt schmecken. Oberlecker, oberlecker. Probiert es aus. Total simpel. Ist wie gesagt nur was ganz, ganz anderes als irgendwie eine fertig gekaufte Bratwurst. Lasst es euch schmecken.